So, hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Public Transport Simulator. Es ist wieder mal Zeit für ein paar Mobile Games. Das verspricht ja mein Kanal. Ja, wir fahren übrigens mit einem schicken neuen Bus, den es in einem der Updates gab. Gibt es denn hier irgendwo? Ja, so. Das ist ein neuer MAN. Ich denke, der neueste ist es, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt auch noch den Gelenkbus davon. Dann gibt es auch noch zwei weitere Busse, die kann ich euch auch noch zeigen. Aber heute fahren wir erstmal mit dem hier. Motor an, Ding aus. Und da können wir gleich Gas geben. Ich habe keine Ahnung, wo wir heute überall hinfahren werden mit den Dingen. Das ist bei Country die Nummer 5, könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr selber Public Transport Simulator. Ach, Jesus Maria, das ist. Ich finde den Feldweg hier eigentlich ganz praktisch, um mal wieder ein bisschen reinzukommen. Keine Autos unterwegs. Man kann ein bisschen die Sau rauslassen beim Lenken. Hab schon lange nicht mehr gespielt. Sehr lange nicht mehr. Ich werde dann wahrscheinlich auch eine Folge Emergency Ambulance Simulator hochladen. Die kommt vielleicht morgen oder übermorgen, ich bin mir nicht sicher. Das wird auch sehr spannend. Ich habe mir nämlich einen neuen Krankenwagen gekauft. So viel verrate ich schon mal. Den kann ich euch dann zeigen. Bremsen. Soll ich nach links schauen? Ja, es ist eigentlich eh schon wurscht. Ist falsche Tür. Alles einsteigen bitte. Nichts im Spiegel. Dann ist gut, dann kann ich erfahren. Sicht, das ist Kurve. Perfekt, langer gerader Tunnel. Oh Gott, oh Gott. Das Ding ist vom Teufel besessen. 80, 90, 100. Das war wirklich nicht meine Schuld. Also, wenn man mir die Vorfahrt nimmt. Gott dem Himmel. Fahr zur Seite, du. So, neuer Versuch. Sag mal, was bremst denn, oder? Auslenken. Gott im Himmel. Das Ding ist ja. Die Hölle. Noch mal grün. Hallo? Geht doch. Endlich grün. Sieht man von außen irgendwie Schaden? Kann das sein, dass sie das im Update. Nee. Jetzt kommt wieder so ein Spinner. Die Steuerung ist aber auch schrecklich. Ich hasse diese Bodenschwellen. Ich habe nämlich heute schon ein bisschen Emergency Ambulance Simulator gespielt. Das ist Ivan, tut mir leid.
Und da gibt es auch so Bodenschwellen. Und das ist die Hölle mit den Dingen. Fährst darüber und fliegst 100 Meter weit. Im Gegensatz zum Bordstein, wenn du über Bordstein überfährst, passiert nichts. Jetzt fahr halt zu! Innen überholt, ja! Schneller drüber. Und ab zur Haltestelle. Übrigens, ich weiß, wer das noch nicht mitbekommen hat, lebt hinterm Mond. Aber Astragon und der Dreistuhl haben ja den Bus-Simulator 21 angekündigt. Da wird es auf jeden Fall noch Videos dazu geben, wenn er dann endlich raus ist. Ich muss mal schauen, wie ich das mache, ob ich mir den über Stadia oder so hole. Das ist keine Werbung. Aber ich habe einfach keine Lust, dauernd Updates dann zu machen, sowas. Das nervt halt einfach, wenn man aufnehmen möchte. Das funktioniert dann nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie weit wir es noch haben. Aber ich werde jetzt die Strecke zu Ende fahren und dann das Video zusammenschneiden, dass es dann halt auch einigermaßen gut aussieht und nicht zu lange dauert. Warum funktioniert dieser blöde Blinker nicht? Was ist denn das mit dem Lenkrad hier? Lenk halt mal richtig! Es bremst er mich auch. Ich habe jetzt langsam echt keine Lust mehr. Irgendwie fahre ich immer zu weit vor, ich kann es nicht mehr kontrollieren. Okay, was haben wir noch? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht zu weit. Aber ich denke, wir müssen jetzt gleich links abbiegen. Ein bisschen zu weit raus, wunderschön. Und dann können wir endlich mal Gas geben. Jetzt geben wir mal Vollgas und schauen, was der wirklich bringt. Die letzten beiden Male ist uns ja jedes Mal was dazwischen gekommen. Das Abbiegen, das gibt's da nicht. Jetzt fahr noch! Der fährt damit 30 ohne Kurve. Wie soll ich denn auf die Distanz von 110 auf 30 abbremsen. Wie soll ich das machen? Doch kein Zauberer. Schon wieder abbiegen. Ach, die Ampel. Ich wollte mich gerade schon doben, dass ich ihn nicht erwischt habe. Was ist denn das jetzt? Wieder vom Teufel besessen. Das zum
Ja gut, ich glaube, damit haben wir die heutige Folge beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich komme von hier nicht mehr weg. Ja, sieht schlecht aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.